Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch das Programm Fraps vorstellen. Und zwar, das ist ein Programm, mit dem ihr von Computerspielen ein Video machen könnt. Also Walkthroughs, Gameplays, Let's Plays, Sachen der Art. Genau. Also das hier ist Fraps. Da gehen wir am besten mal kurz durch die Optionen durch. Und danach machen wir dann tatsächlich einen Film. Damit. Genau, also das meiste hier ist eigentlich unwichtig. Wichtig ist vor allem dieser Bereich Movie Options. Und zwar der allerwichtigste Haken in dem ganzen Programm ist der hier. Enable Video Capture Hotkey. Und zwar, da kann man hier die Taste festlegen, die ihr drücken müsst, damit die Aufnahme beginnt. Ich nehme da mal einfach, das kann man beliebig ändern, indem man da reinklickt und irgendeine Taste macht. Ich nehme gerne den Bindestrich, weil die Taste darf in dem Spiel nicht belegt sein. Also zum Beispiel, wenn man Enter nimmt, in vielen Spielen wird, wenn man Enter drückt, der Chat geöffnet. Also wenn ihr die Aufnahme dann starten wollt, dann öffnet der euch automatisch den Chat. Das ist dann nicht so toll. Aber der Bindestrich, der ist in der Regel fast nie belegt. Genau, darunter die Movie Frame Rate. Das ist einfach, wie viele Fotos Fraps von dem Spiel in der Sekunde machen soll. Ich habe es jetzt hier einfach mal auf 25, weil ich hier gerade noch ein zweites Video aufnehme. Je mehr Fotos ihr pro Sekunde aufnehmt, desto flüssiger ist das Spiel, desto flüssiger ist die Aufnahme und desto langsamer ist euer PC. Da muss man einen guten Mittelwert finden. Aber unter 20 würde ich auf keinen Fall gehen, dann ruckelt das wie sonst was. Also. Naja, auf jeden Fall, der Rest ist eigentlich relativ unwichtig. Es wird noch so ein Rekordzeichen in der oberen linken Ecke angezeigt. Da kann man sich noch die Ecke verändern, also ist alles relativ unwichtig. Genau, warum nehme ich jetzt Fraps, warum nicht irgendein anderes Programm? Und zwar, Fraps hat den Vorteil, ich nehme ja gerade mit einem anderen Video-Capture-Programm auf, und zwar dem Camtasia Studio. Fraps hingegen, also das Camtasia Studio, das macht einfach immer ein Foto vom Bildschirm und dann kommt das hinten an den Film dran. Genau, und Fraps macht das ein bisschen anders, und zwar Fraps, die meisten Spiele werden ja mit diesem DirectX-Treiber betrieben, eigentlich fast alle. Genau, und Fraps zapft dann dieses DirectX direkt an und kopiert sich da das Bild in seinen Film. Also der Unterschied, bei den normalen Screen Capture Programmen kommt das Bild von Windows, hier kommt es direkt von DirectX. Genau, dann würde ich sagen, machen wir einfach mal eine Aufnahme. Wichtig und zu beachten ist, dass auf jeden Fall das Fenster immer offen bleiben muss. Wenn man es jetzt schließt, dann bringt das gar nichts. Und zwar, ich habe hier noch auf meiner Festplatte ein Spiel rumfliegen, was ganz gut ist, dafür geeignet ist für diese Aufnahme, nimmt relativ wenig Arbeitsspeicher, Santa Claus in Trouble, passend zur Jahreszeit. Und zwar, dann würde ich sagen, machen wir mal direkt eine Aufnahme. Wichtig zu wissen ist auch, dass man vor der Aufnahme das Spiel schon mal starten muss und in den Optionen die Auflösung auf 800x600 setzen sollte, weil sonst bekommt man nur die untere linke Ecke. Naja, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. So, und ich schneide jetzt gleich, wenn ich das Video bearbeite, direkt die fertige Aufnahme hier rein, dann seht ihr direkt das Ergebnis. Genau, in meinem Fall hat er jetzt die Aufnahme, weil ich das Spiel gestartet habe, schon automatisch gestartet. Das dauert eine kleine Weile, bis das Spiel geladen ist. Vor allem, weil ich gerade mit zwei Aufnahmeprogrammen aufnehme. Und da ist es auch schon. Genau, dann kann man da ein neues Spiel machen. Dann würde ich sagen, hüpfe ich einfach mal kurz das erste Level durch. Okay, so geht das nicht. Ich habe das auch ewig nicht mehr gespielt. Naja, ist auch egal. Dann mache ich hier mal wieder. Drücke ich jetzt die Taste, um die Aufnahme zu beenden. Und jetzt mache ich mal die schnelle Version mit Alt und F4 und beende auch das Spiel. Genau, und das wäre dann unsere Aufnahme.
Der Ton, der wurde jetzt nicht mit dem Fraps aufgenommen, sondern mit dem anderen Programm, mit dem ich gerade aufnehme, Camtasia Studio. Und das ist auch der Nachteil, Fraps nimmt keinen Ton auf. Also ich verwende hier noch eine alte Version, 1.9D. Die folgenden Versionen, die kosten alle, da darf man erstmal 40 Euro hinblättern. Aber die Version hier, die ist noch kostenlos. Aber macht nichts, dass er das Audio nicht aufnimmt. Dafür gibt es auch andere Hilfsmittel. Und zwar dafür gibt es weitere Programme, zum Beispiel dieses hier, Note 2.3 Recorder. Und zwar die meisten Computer, mein Computer unterstützt es jetzt dummerweise nicht. Na, aber ich sag's euch mal trotzdem, wenn man hier unten auf das Lautsprechersymbol einen Rechtsklick macht und dann die Aufnahmegeräte öffnet, dann werden einem normalerweise alle Mikrofone aufgelistet. Hier gibt es aber auch noch eine Möglichkeit, wenn man hier einen Rechtsklick macht, die aktivierte Geräte anzeigen. Da müsst ihr das Häkchen reinhaben. Also reinmachen. Bei mir ist das jetzt schon drin. Und bei den meisten PCs kommt dann hier noch ein Menüpunkt, der heißt Stereo Mix. Und das ist dann so eine Funktion von Windows. Damit kann man ganz einfach den Ton, der aus den Lautsprechern rauskommt, einfach direkt aufnehmen. Genau, da muss man dann einen Rechtsklick auf dieses Stereo Mix machen. Ich habe das ja jetzt hier nicht. Und aktivieren anwählen. Und dann kann man auch noch einen Rechtsklick als Standardgerät auswählen, wenn man will. Und dann kann man hier direkt in dem Nord 32 Recorder hier in diesem Menü noch zusätzlich den Stereo-Mix aufnehmen. Hier macht man dann noch, gibt dann noch das Ausgabeverzeichnis an, wohin die Aufnahme hingespeichert werden soll. Und dann klickt man auf Record. Und dann nimmt er die ja automatisch das Audio des Spiels auf. Danach startet man noch die Fraps-Aufnahme und dann bastelt man sich das in zum Beispiel in den Windows Movie Maker untereinander. Wenn man dann das Spiel dann auch noch kommentieren will, dann braucht man noch ein drittes Aufnahmeprogramm oder man nimmt zweimal den Note 32 Recorder und dann macht man noch eine dritte Aufnahme parallel. Genau, da gibt es jetzt das kleine Problem, beim Windows Movie Maker kann man ja, soweit ich weiß, nur eine Audioquelle hinzufügen, da müsste man ein anderes Schnittprogramm nehmen. Naja, also Fraps ist ein richtig schönes Programm. Und ich glaube, ich habe schon alles gesagt. Nee, habe ich nicht. Ich habe tatsächlich noch was vergessen. Und zwar, das sage ich jetzt einfach mal so. Und zwar, ich habe euch noch nicht gesagt, wo die Videodatei dann am Ende der Aufnahme hingespeichert wird. Und zwar, die wird direkt ins Fraps-Programmverzeichnis reingespeichert. Also da müsst ihr einfach auf euer Desktop-Symbol von Fraps rechtsklicken und Dateipfad öffnen sagen. Dort liegen dann die fertigen Videos drin. Gut, das wär's dann für heute. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.